Diesen sitzenden Männerakt, ein Selbstporträt, hat Egon Schiele als 20-Jähriger 1910 gemalt. Es ist ein außergewöhnliches, ein radikal expressives Werk, das er hier in Form einer Serie von 5 anderen ähnlichen Akten entwickelt hat. Alle anderen 4 sind allerdings verschollen. Es handelt sich also um eine sehr strenge Komposition mit vielen Vorzeichnungen. Er nützt das sezessionistische, quadratische Format ganz genau aus. Er verwendet hier ein gelbgrünes Inkarnat für seinen Körper. Das macht das Ganze etwas unnatürlich, unterstreicht noch sozusagen die Angespanntheit, diese Außergewöhnlichkeit der Expression. Er verwendet auch an gewissen Stellen ein intensives Rot am männlichen Geschlecht, an den Brustwarzen. Ein Symbol dafür, dass das Erotische auch eine große Rolle spielt. Das heißt, hier haben wir in diesem Werk auch die Verbindung zwischen Eros und Thanatos wieder, wie so oft bei Egon Schieles, schaffen.